XXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Vertretern der Initiative Urheberrecht. Ich begrüße herzlich Autor und Musiker Gerhard Ruiz. Wir kennen ihn alle auch als Geschäftsführer der IG Autoren Autorinnen. Und Richter, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft für Übersetzer und Übersetzerinnen. Herzlich willkommen, beide Herren. Hallo. Ihr seid Teil dieser Initiative. Ich möchte heute spezifisch auf die Belange der Autoren, Autorinnen und Übersetzer, Übersetzerinnen eingehen und fall gleich einmal mit der ersten Frage, überfalle ich euch gleich einmal, was ist euer allerwichtigstes Anliegen im Rahmen jetzt dieser ganzen Initiative? Also im Wesentlichen, dass das umgesetzt wird, glaube ich, was die EU-Richtlinie intendiert. Und zwar nicht nur in den Muss-Bestimmungen, sondern auch in den Kann-Bestimmungen und in den wesentlichen Inhalten dieser Richtlinie. Wir alle haben ja gemeinsam darum gekämpft, dass diese EU-Richtlinie Wahrheit wird. Sie ist Wahrheit geworden. Und ein ganz zentraler Punkt wurde das Urhebervertragsrecht, das wir in Österreich ja nicht haben. Das heißt, ein Umgang miteinander auf Augenhöhe zwischen Produzierenden, Produzentinnen und Produzenten und zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist in zahlreichen Punkten ausgedrückt. Ja, darf ich gleich noch unterbrechen? Entschuldigung, ganz eine wichtige Frage, damit wir das alle richtig einordnen können. Was ist eine Muss-Bestimmung und was ist eine Kann-Bestimmung innerhalb eines Gesetzes? Na, wenn jemand gar keine Wahl hat, es anders zu formulieren, als das der Gesetzgeber vorsieht oder in dem Fall die Europäische Union, dass man sagt, es ist zwingend so und nicht, es gibt die Möglichkeit der Umsetzung vom BIS. Da gibt es wesentliche Unterschiede. Zum Beispiel eine zwingende Bestimmung ist, dass ein Bestsellerparagraf eingeführt werden muss. Das heißt, da hat die Republik Österreich gar keinen Spielraum, sie muss ihn umsetzen. Bei anderen Bestimmungen hingegen kann sie etwas umsetzen oder nicht umsetzen. Und also wir sind natürlich... Der Spielraum, den man, wenn man es dann in ein nationales Gesetz implementiert, zur Verfügung hat. Okay. Genau. Und der zweite Punkt, der wesentliche, und dann würde ich sagen, bitte ich um Ergänzungen, der zweite oder um Erweiterungen. Der zweite Punkt, der von meiner Warte aus wichtig gewesen ist und wichtig bleibt, ist die Direktabgeltung der Plattformen von Künstlerinnen und Künstlern. Und zwar sowohl durch die Bezahlplattformen als auch durch die Plattformen, die gar nichts bezahlen, wie YouTube oder ähnliche. Das sind die zwei wesentlichen Elemente aus meiner Warte der Richtlinie und da gibt es darüber hinaus noch zahlreiche andere wesentliche, aber auf die möchte ich mich jetzt einmal konzentrieren. Kann ich insofern ergänzen, als auch die Literaturübersetzer dass diese Gelegenheit im Grunde sehr als günstig sehen, dass diese notwendige Implementierung der EU-Direktive in österreichisches Recht ein bisschen die Chance ist, wie Gerhard Ruiz gesagt hat, dass jetzt mal das Urheberrecht auf moderne, aktuelle Füße gestellt wird und eben, wie eben die Richtlinie auch verlangt und ausdrücklich feststellt, die Augenhöhe zwischen den Nutzern von künstlerischen Werken und den Produzenten und Produzentinnen, also den Urhebern, die Augenhöhe einfach herstellt. Die war bis jetzt nicht da und das stellt die Richtlinie ausdrücklich fest. Wenn ich gefragt werde, was wir als Literaturübersetzer am allerwichtigsten sehen, ist natürlich die angemessene und verhältnismäßige Vergütung. Die findet gerade im Bereich der Literaturübersetzung derzeit de facto nicht so statt. Da werden die Übersetzer im Grunde eher als Teil der Produktionskosten behandelt und eben nicht als Urheber. Das muss man vielen Verlagen, nicht allen, aber den meisten, doch immer wieder beibringen, dass wir auch ein Recht auf Beteiligung an den Einnahmen, den Erlösen der Verlage haben. Zweiter Punkt ist das Verbandsvertretungsrecht. Das ist uns auch sehr wichtig. Bitte? Ich glaube, es ist ein Problem schon, dass wir die Gewichtung und die Bedeutung einer guten Übersetzung für so selbstverständlich nehmen, aber gar nicht mehr schätzen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der generell auch Respekt verlangt von der Branche. Ja, dazu sind wir als Berufsverband ja auch da, dass wir diese,
diese Zurückhaltung, die vielleicht mit den übersetzerischen Tun innewohnt, ja, dass wir das ein bisschen konterkarieren und ausgleichen und eben unseren Beruf vertreten. Den zweiten Punkt, den ich erwähnen wollte, war das Verbandsvertretungsrecht, ja, also die Möglichkeit von kollektiven Verhandlungen zwischen, dass eben nicht jede einzelne Übersetzerin mit ihrem Verlag streiten muss um die paar Euro, um die es da meistens geht. Und dabei das Risiko eingehen kann, dass wenn sie als zu frech angesehen wird, dass sie von dem Verlag keinen Auftrag mehr bekommt. Da wäre wichtig, dass Berufsverbände, wie zum Beispiel die IG Übersetzer, Übersetzerinnen, mit dem, in diesem Fall mit dem Verlegerverband, dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels, in Verhandlungen treten kann, so wie wir das auch schon vor 2 Jahren in Bezug auf einen Mustervertrag gemacht haben. Da stehen eigentlich leider keine Zahlen drin. Das wäre bei einem solchen Vergütungsregeln wichtig. Gerhard, du nickst so. Naja, wir müssten halt über ganz, ganz viele Defizite in Österreich reden. Das heißt, die EU-Richtlinie gibt uns die Möglichkeit, ganz, ganz viel urheberrechtlich nachzuvollziehen, was in Deutschland oder anderswo in Europa schon längst verwirklicht ist. Das Regierungsprogramm selber sagt ja auch, dass es das will, dass die Regierung das will. Also die Regierung will zum Beispiel einseitige Vertragsbeziehungen beenden oder Vertragsdiktate. Die Regierung möchte ein Fair-Pay-Modell entwickeln. Vertragssystem. Bitte? Was ist ein einseitiges Vertragssystem? Naja, ein Vertragsdiktat. Das ist relativ einfach, wenn mir der Produzent oder die Produzentin vorschreibt, das ist der Vertrag, den unterschreibst du entweder oder nicht. Und genau. sich Rechte einräumen lässt, die eigentlich nicht automatisch eingeräumt werden müssten. Das heißt, wenn es einerseits Vertragsfreiheit gibt, was ja bei uns der Fall ist, aber andererseits will mich der Produzent zwingen, bestimmte Dinge zu unterschreiben. Genau das soll ja das Urheberrechtsgesetz regeln, dass ich Dinge nicht unterschreiben darf, sozusagen die mich entrechten, sondern die mir zustehen. Und da fehlt es ja in Österreich. Das heißt also, ich möchte ja wirklich Vertragsfreiheit in Österreich haben, dass ich mit meinem Vertragspartner sozusagen auch partnerschaftlich abschließen kann. Jetzt gibt es ein gewisses Gewohnheitsrecht in Österreich, das hat man immer so gemacht bei uns und warum soll man das jetzt anders machen? Das ist der Standpunkt derzeit der Produzentinnen und Produzenten. Unserer ist, weil wir eben auch in einer anderen Zeit leben. Das heißt, wir haben ja deshalb schon eine neue oder andere Partnerschaft, weil es ja die großen Verwerter gibt, die das ganz anders sehen. Die weder Kosten noch Mühen investieren müssen, sondern einfach nur weiterverwerten. Und wir wissen das seit vielen Jahren und das sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Für mich ist ganz wichtig, dass es eine Direktvergütung der Kunst- und Kulturschaffenden gibt durch die großen Plattformen. Und das ist derzeit nicht der Fall. Die einen zahlen gar nichts. Und die anderen zahlen etwas, aber nur an die Produzenten. Und die Produzenten beteiligen dann im Rahmen ihrer Verträge andere weiter. Nur das wissen wir, das ist so, das führt dann dazu, dass ein paar Brosamen überbleiben. Also wenn ich jetzt gelesen habe, dass der Musikmarkt im Streaming zugelegt hat, finde ich das sehr schön. Andererseits aber auch sehr betrüblich, weil am wenigsten davon haben die Künstlerinnen und Künstler. Genau, da kann man vielleicht ergänzen, also die Initiative Urheberrecht hat sich ja genau aus dem Grund zusammengeschlossen, ne? Dass halt Künstlerinnen und Künstler aller Sparten und Genres, also sowohl die Urhebenden, die schöpferisch Tätigen, wie auch die eher darstellerisch Tätigen, die haben ja alle dasselbe Problem. Ne? Die stehen den wirtschaftlich ungleich stärkeren Verwertern ihrer Arbeiten gegenüber und die pochen, wie Gerhard sagte, traditionell auf die Vertragsfreiheit. Ne? Wir sind ja alles Unternehmer, wir sind ja auch selbstständig, ne? Die Freelancer. Und da kann man ja miteinander verhandeln. Aber es gibt halt diese gleiche Augenhöhe, die ich genannt habe, die gibt es eben nicht, auf der man verhandeln könnte, sondern in der Regel, da gibt es die Ausnahmen, so Stars und Bestseller-Autoren, da in der Regel werden aber die Vertragsbedingungen total einseitig diktiert. Ja? Das heißt dann in meinem Fall, wir zahlen nie mehr als XY Euro pro Seite in dem Fall. Ne? Und diese schwächere Vertragsposition ist, wie gesagt, in der Direktive, in einem dieser Erwägungsgründe, ausdrücklich genannt und als eines der Motive dieser Richtlinie erwähnt worden. Entschuldige, Gerhard.
Ja, ein wichtiger Punkt ist noch vorweg, bevor wir in weitere Details kommen können, oder zwei Punkte vielleicht sogar. Also das eine ist, man kann sowas generell klären durch ein Gesamtvertragsrecht, durch eine Gesamtvertragsfähigkeit. Das heißt, dass Verbände auch miteinander abschließen können, normvertraglich, tarifrechtlich etwas, also angelehnt an die Kollektivverträge, die es ja teilweise im Kunst- und Kulturbereich gibt, aber natürlich bei den Freien nicht gibt. Also braucht es da ein Gesamtvertragsrecht. Und das Zweite, was mir relativ wichtig ist, es gibt seit vielen Jahren eine Tendenz zu verstärkter freier Werknutzung. Das heißt, ich kann als Autor nicht untersagen, dass mein Werk in bestimmten Zusammenhängen verwendet wird. Das hat alles seine Richtigkeit gehabt, solange es um die Nutzung ging zum öffentlichen Nutzen. Also beispielsweise im Schul- und im Unterrichtsbereich, das war alles plausibel. Jetzt geht es aber immer stärker um freie Werknutzungen im privatwirtschaftlichen, im individualrechtlichen. Und da denke ich mir, ist ganz wichtig, dass wir sagen, wenn wir diese Rechte einräumen oder einräumen sollen, der freien Werknutzung oder vermehrten freien Werknutzung, dann kann das nicht entgeltfrei sein. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. In Deutschland hat man das bereits erkannt und sieht das auch so im letzten Entwurf zur Umsetzung der Richtlinie, dass es zwar freie Werknutzungen geben kann, also beispielsweise im Bereich User-Generated Content, aber sie müssen abgegolten werden, und zwar durch die Plattformen. Also nicht durch diejenigen, die das verwenden, das Recht, sondern diejenigen, die den wirtschaftlichen Erfolg daraus ziehen. Und das sind halt in aller Regel die Plattformen und nicht der einzelne User, die einzelne Userin. Kannst du mir das einmal ganz konkret runterbrechen? Du hast etwas geschrieben, einen Gedichteband, jemand bezieht sich auf diesen Gedichteband und nimmt drei Gedichte aus deinem Buch heraus und das ist im Netz nachzulesen, weil er oder sie darüber eine Rezension geschrieben hat und seine persönlichen Gedanken noch beigefügt hat. Also nicht eine Kritik im traditionellen Sinn, sondern eine persönliche Beschäftigung mit deinen Gedichten. Würdest du dann für diese drei Gedichte eine Lizenz, wäre das lizenzpflichtig oder ist das noch im Rahmen von Werbung, ist das im Rahmen also Consumer-Generated Content oder wo kann ich das ansiedeln? Na, üblicherweise ist es so, dass man Rechte einräumen muss. Dann können sie auch verwendet werden. Aber es geht ja darum, dass beim User-Generated Content, dass man Rechte nutzen will und zwar für kleinere Zitatmöglichkeiten. Egal in welcher Form, da gibt es dann auch Normen jetzt. Man versucht es zu messen, wie viele Zeichen können das sein, wie viele Sekunden Musik und, und. Das soll auch sein können, weil es andere Verkehrsformen gibt, aber es soll diejenige Plattform, die das zulässt, die das ermöglicht, dafür auch eine Abgeltung vorsehen. Das heißt, es geht nicht darum, wir haben in anderen Bereichen auch so, man soll ja auch zum Beispiel privat kopieren können, ohne dass das jetzt verboten ist. Halt natürlich nur im persönlichen Umfeld, nicht massenhaft nicht, aber das soll man ja können. Und dafür wird eben eine Kopiervergütung gezahlt. Und genauso stellen wir uns das hier vor. Das heißt, ich will ja nicht per se ununterbrochen irgendjemanden untersagen, das magst du nicht oder das magst du schon, es sei denn, ich werde entstellt oder verzerrt, ja, dann möchte ich dieses Persönlichkeitsrecht schon haben. Aber kann ansonsten für die Nutzungen möchte ich das ja nicht machen. Das heißt, genau da soll ein kollektives Recht in Kraft treten, du darfst es nutzen, aber es muss derjenige, der das verwertet, auch dafür etwas bezahlen. Früher, vor 20 Jahren, wenn ich was deinen Gedichten gelesen habe, habe ich dich informiert, hoffentlich und nie vergessen. Die Leute sind zu einer Lesung gekommen, haben einen Eintritt gezahlt. Hast du von diesem Eintritt Tantiemen dann bekommen? Ja, in dem Fall schon, weil nur die Lesung aus dem eigenen Werk, sozusagen, da gibt es dann keine Abgeltung über die Verwertungsgesellschaft. Aber wenn jemand anderer aus meinem Werk liest, dann sehr wohl. Das ist das öffentliche Vortragsrecht. Also dafür gibt es Geld, weil das ist ja eine Werknutzung. Ich meine, das freut einen zwar, aber von der Freude allein kann man nicht leben. Das heißt, ich darf deine Gedichte lesen, Menschen kommen, zahlen dafür einen Eintritt und du bekommst deine Tantieme. Jetzt so wird diese Lesung gefilmt und ins Netz gestellt, zugänglich gemacht für alle. Es ist nicht über eine Zahlplattform, also wo ich ein Abo habe, sondern es steht einfach in... Ich krieg nichts. Aber wer verdient dann dran und wie überhaupt? Wie funktioniert das? Die Plattform durch Attraktivität. Das ist ja so. Ne? Sozusagen, also Kunst wird ja permanent genutzt, um Plattformen attraktiv zu machen.
Und es werden ja alle eingeladen, sich zu beteiligen. Es ist ein großes demokratisches System, wo alle was können und kreativ sind und sich begeistern und so. Und ich finde das ja alles sehr schön. Aber hinten sitzt einer am Geldknopf, ja, und sagt, also so am Glücksspielautomaten und sagt, und es geht schon wieder sozusagen die nächste Geldladung herunter. Und das sind halt die Plattformen, die Werbungen verkaufen, die, ich weiß nicht, welchen Informationshandel sie treiben und, welche Auswertungen da vorgenommen werden können, welche Marktforschungen und. Das sind jedenfalls Geldmachmaschinen, das wissen wir, und die machen ungeheuer viel Geld und mehr Geld denn je. Und jetzt sollen sie halt auch endlich einmal für Kunst und Kulturschaffende was zahlen. Gerade in Zeiten wie diesen. Das ist absolut. Ja, in der Pandemie hat das ja alles rasant zugenommen, die Netznutzung. Ne? Und da ist jetzt das Bestreben der Initiative Urhebervertragsrecht ganz konkret, nicht am Topf der Verleger-Produzentenschaft zu hängen, sondern einen direkten Zugang zu den Big Five, nennen wir es mal so, die großen internationalen Plattformen, also direkt hier in eine Verbindung zu kommen, dass die direkt die Urheberinnen und Leistungsschutzberechtigten ihren Anteil dort verlangen können. Aber das heißt, wir drei sollten jetzt in Silicon Valley Verträge machen, das ist ja, wird ja nicht gehen. Also nur damit wir das nachvollziehen. Geht alles. Wir haben Google Books zahlungspflichtig gemacht, geht alles. Auch wir haben Juristen und Juristinnen an der Hand, auch wir sind organisiert, auch wir haben Verwertungsgesellschaften, das geht alles. Also rein organisatorisch ist das kein Problem. Wir drei müssen dazu auch nicht hinfahren, außer wir sind alle drei jetzt Anwältinnen und Anwälte und haben den Auftrag gekriegt, das zu verhandeln, dann müssen wir hinfahren oder wollen wir hinfahren. Aber sozusagen, wir werden ja vertreten von unseren Gesellschaften und das finde ich auch gut so und das soll ja auch über Verwertungsgesellschaften gemacht werden. Also was nicht der Fall sein sollte, was halt aufhören muss in Österreich, ist dieses paternalistische Modell. Wenn es mir gut geht, also das, was die Wirtschaftskammer propagiert hat, vor vielen Jahren geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Ja. Es ist schön, ja, es ist schön, wenn es der Wirtschaft gut geht, aber es ist noch schöner, wenn es uns allen gut geht, weil dann geht es auch der Wirtschaft gut, wenn es uns allen gut geht. Mhm. Also man kann es auch umdrehen, nicht? Also ich würde da auch darauf vertrauen, dass es da Modelle gibt, die die Verwertungsgesellschaften machen können. Und ich fahre auch gern mitten ins Silicon Valley, mal wieder nach Kalifornien. Warum nicht? Aber da würde ich wirklich auf die Litera Mechana und auf die AKM und was da alles gibt, vertrauen, dass sie mit ihrer juristischen Macht das aushandeln. Und nicht zuletzt, wir haben ja wichtige öffentliche Stimmen, die haben wir immer sozusagen, die hat man ja immer vernehmen können, wenn es darauf angekommen ist. Und das betrifft ja nicht nur Künstler und Künstlerinnen in Österreich, wenn ich nur daran denke, wie sehr sich jetzt Elton John zum Beispiel in Großbritannien einsetzt dafür, dass junge Künstlerinnen und Künstler auch in Europa auftreten können. Also das heißt, auch die größte Kunst- und Kulturprominenz international tritt ja ein für ihre Sache. Und dass wir dann natürlich organisatorische Strukturen haben, und zwar auch weltweit, die gut funktionieren, das wissen wir. Und das gilt ja auch für die Produzentenseite. Ich würde meinen, es geht ja nur um eine neue Art der Zusammenarbeit und um ein neues Verständnis der Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass da der Film oder vielleicht auch andere sich durchaus was von der Literatur schon abschauen können. Also wir haben diese andere Partnerschaft oder diese neue Partnerschaft hier schon über weite Strecken entwickelt. Wir haben hier schon auf freiwilliger Basis Musterverträge abgeschlossen und Ähnliches. Also alles, dazu hat uns ja niemand gezwungen, sondern es war die tiefere Einsicht, glaube ich, dass es eine Art Zusammenhalt gibt zwischen den Produzierenden. Also der produzierende Künstler, die produzierende Künstlerin, umgekehrt der produzierende Betrieb. Und dass beide ja Geld investieren, Zeit investieren und auch verlieren können oder halt nicht verdienen. Beide müssen aber Geld verdienen. Und wenn dann am Ende nur die Geldmachmaschinen Geld verdienen, aber wir alle nicht, dann läuft das falsch und genau das ist es ja. Und man kann inzwischen auch prominenteste Künstlerinnen und Künstler fragen, wovon sie leben. Naja, von Auftritten. Und wenn es keine Auftritte gibt, leben sie von nichts. Wie ist das für Übersetzer, Übersetzerinnen? Die können ja, sind das jetzt nicht in ihrer Berufsportfolio enthalten, dass sie auftreten. Naja, kommt natürlich hier und da vor, aber im Grunde sind Übersetzer natürlich die ersten Telearbeiter der Geschichte und sind im Grunde schon immer im Lockdown sozusagen. Ja. Also wir arbeiten ja doch eher zu Hause und haben also zwar natürlich viel persönliche Kontakte, je nach Persönlichkeit, aber wir reden auch viel miteinander und haben auch unsere beruflichen Austausche. Aber ja, die Auftritte sind eher gering. Also wenn, kommt es eher so vor, dass man vielleicht den Autor, wenn er oder sie nach Österreich kommt, dann begleitet und vielleicht so auch Dolmetschfunktionen übernimmt.
die dann zum Beispiel auch bitte separat und extra abzurechnen sind. Das nicht immer wird das getan, ne? Du kannst ja eh machen. Bist ja eh sozusagen interessiert daran, dass dann Autorin nach Österreich kommt. So ist es ja nicht, ne? Also das sind alles Dinge, die auch abgegolten werden, weil wir machen da ja auch Arbeit, ne? Aber im Prinzip sind wir an den Auftritten, das ist in der bei den Schriftstellern und bei Musikern und so weiter und sowieso noch mehr, ganz anders, denke ich, sind wir nicht so involviert. Man muss auch größer denken, wenn man den Übersetzerinnen und Übersetzer verwendet. Ihr schreibt übersetzt Literatur, aber Liedtexte gehören dazu, Wissenschaft gehört dazu, also ihr seid in einem großen Umfang in der Literatur tätig. Ne? Richtig, Untertitel, Übertitel in Theatern, ja. Ja, mhm. Ja. Jetzt gibt es oft den Vorwurf, Österreich sei ja ein kleiner Markt, hier könne man ja gar nicht so viel erwirtschaften. Das ist mal objektiv betrachtet ein kleiner Markt, das stimmt. Wir haben einen großen Sprachraum, aber der österreichische Markt ist ein kleiner Markt. Gerhard, was setzt du diesem Argument entgegen? Also im Zeitalter der Europäischen Union ist der Markt nicht mehr so klein. Es gibt elementare Grundrechte, gerade im wirtschaftlichen Austausch. Und wir alle, die wir in der Kunst zu Hause sind, nützen das ja auch leidlich. Wir haben ja immer schon über die Grenzen gearbeitet. Es war ja nie so, dass wir sozusagen uns hier zu Tode sieden haben lassen. Wir sind ja immer schon über die Grenzen gegangen, nämlich auch in künstlerischer Hinsicht, aber insbesondere auch in geografischer Hinsicht. Das heißt, ich kenne keinen Autor oder Autorin, der sagt, also ich habe Österreich und drüben hinaus geht nichts und es gibt die Schweiz nicht und es gibt Liechtenstein nicht und es gibt Deutschland schon gar nicht. Also natürlich gibt es das alles und es gibt auch die anderen Sprachräume. Und das ist gerade, glaube ich, ein Kennzeichen der österreichischen Literatur der letzten Jahre bis Jahrzehnte geworden, dass sie sich sehr stark internationalisiert hat und dass sie auch internationale starke Beobachtung findet. Natürlich, sozusagen, also da werden ja die Übersetzer und Übersetzerinnen ganz wichtig und sind auch wichtig geworden. Die sind ja auch sozusagen richtig in Erscheinung getreten ab den 80er Jahren in Österreich. Und ich glaube auch insgesamt, der österreichische Kunst- und Kulturmarkt hat sich sehr professionalisiert. Also der war ja eigentlich im Grunde genommen nicht vorhanden. Er hat sich von den 70er, 80er, 90er Jahren an wirklich entwickelt und nicht nur in Form einzelner Kunst- und Kulturschaffender, sondern als Branchen. Und das merkt man zum Beispiel an internationalen Auszeichnungen, die es in allen Sparten gibt mittlerweile. Das merkt man am künstlerischen und kulturellen Renommee. Also zu sagen, wir sind so arm und so klein und so schwach und so unterentwickelt, wie seinerzeit Waldinger, Bronner, das ist natürlich längst überholt. Ja, und war ja immer schon eine Schutzbehauptung. Wir können gar nichts dafür, dass wir nichts können und nicht groß genug sind. Sind wir. Ja. Wir sind auch nicht größer, als wir sind. Wir sind wahrscheinlich wirtschaftlich wirklich keine große Nummer. Das sehe ich schon so, aber wir haben ungeheuer viel Strahlkraft und wir können tatsächlich weit über unsere Grenzen hinaus arbeiten und das betrifft insbesondere auch die Kulturwirtschaftsunternehmen. Also wenn man sich ansieht, welche österreichischen Verlage am deutschen Markt realisieren können, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Inzwischen ist es so. Das heißt, alles das lässt sich entwickeln und man muss sich nicht kleiner machen lassen. Ja? Und man muss sich schon gar nicht verstecken. Das heißt, man kann genug erwirtschaften am Markt. Man muss halt wissen, sozusagen, was man will. Und das gibt es in jeder Betriebsgröße. Ne? Wenn er natürlich sozusagen in Österreich einen Bestsellerverlag aufmachen möchte, wird es etwas schwer werden. Ja? Das wissen wir. Aber wenn ich in Österreich einen Verlag aufmache, der gute Bücher macht, der sie auch in soliden Verkaufsauflagen herstellt, dann jederzeit. Und das hat sich bewiesen in den letzten Jahren. Vielleicht ist es im Film ein bisschen schwieriger, aber im Film ist es international schwer geworden. Der Film verschlingt der Film so viel Geld, dass wahrscheinlich sozusagen selbst die größten Unternehmen große Schwierigkeiten haben, dieses Geld zu beschaffen. Aber das ist sozusagen branchenspezifisch. Das hat nichts mit dem Land zu tun oder mit der Region. Bleiben wir bei Literatur? Ja, bitte. Also ich würde sagen, im Literaturbereich ist das wirklich kein Argument, wir seien hier nur im kleinen Österreich, weil ich meine, die so anders ist die Sprache nicht und jeder ordentliche Verlag wird genauso in Deutschland, in der Schweiz und was weiß ich, vielleicht noch in Belgien seine Bücher verkaufen versuchen und dann Vertrieb haben. Wer sich auf die Ausrede einlässt als Verlag, der ist, glaube ich, nur auf die Verlagsförderung aus. Ne? Die ist ja nur für österreichische Verlage und will eigentlich gar keine Bücher produzieren, denke ich. Ne? Was ich noch sagen wollte, ist, dass diese, weil jetzt gerade die Rolle der Übersetzer angesprochen war, das ist natürlich ein bisschen anders, weil wir sind zwar auch Teil der Kulturnation Österreich, also wir Übersetzerinnen in Österreich, aber wir machen ja eben wir machen ein bisschen was anderes als alle anderen Künstlerinnen und Künstler, denn wir bringen ja sozusagen das Fremde her. Ne? Und es war früher
relativ schwierig, zum Beispiel den Politikern, auch heute noch ist das manchmal der Fall, den Politikern klarzumachen, wenn wir sagen wollen, wir möchten gerne Preise und Auszeichnungen für Übersetzer, dann sagen die, ja, natürlich. Da holen wir dann den ungarischen Übersetzer von Arthur Schnitzler, der kriegt einen Preis, ja, weil der macht ja was für die österreichische Kultur. Und es war relativ schwer zu argumentieren und durchzubringen, dass wir ja im Grunde auch die österreichische Kultur, dass die österreichische Sprache zum Beispiel bereichern, indem wir unsere Übersetzungen von den fremdsprachigen Autoren hierher bringen. Korrekt, ich erinnere mich an eine Verleihung, die ich führen durfte. Da ging es eben auch darum, in die Sprache herein zu übersetzen und aus der österreichischen Sprache hinaus zu übersetzen, wurden 200 genau. Kollegen geehrt, zu Recht meiner Meinung. Der Staatspreis für literarische Übersetzung, gell? Genau, genau. Lieber Gerhard, subsumierst du mir noch einmal das allerwichtigste Anliegen oder haben wir etwas vergessen, was noch nicht erwähnt wurde? Also wirklich im Detail haben wir alles vergessen, natürlich, weil es immer ums Detail geht, aber im Großen und Ganzen geht es tatsächlich um die Bezahlpflichten der großen Plattformen, sowohl der Bezahlplattformen als auch der Nichtbezahlplattformen. Es geht um Vertragsgleichheit, es geht um wirkliche Vertragsfreiheit und es geht um Abgeltungen bei freien Werknutzungen. Ich glaube, das sind so die Kernthemen dieser Richtlinie und es geht uns natürlich darum, oder der Umsetzung der Richtlinie, und es geht uns darum, dass wir uns mit den Produzenten auf einer neuen Ebene verständigen. Also auf Dauer sollen sie sich nicht vor uns verstecken, das tun sie. Derzeit wollen sie mit uns nicht reden, weil sie der Meinung sind, es ist ohnehin schon alles umgesetzt und wir baden jetzt nur noch im Überfluss. Das stimmt natürlich nicht, sondern sie sind nach wie vor herzlich eingeladen, mit uns darüber zu reden. Dann werden sie vielleicht draufkommen, dass es auch zu ihrem Nutzen ist, wenn wir die eine oder andere gemeinsame Vereinbarung treffen, die ins 22. Jahrhundert führt und nicht zurück ins 19. Also über den Vertrag hinaus weiter kooperieren und die nächsten Schritte setzen. Wir produzieren alle Kunst und Kultur. Wunderbar. Und wollen angemessen und verhältnismäßig daran beteiligt werden. Das wollen alle aus der Kreativlandschaft. Es kommt wie so oft auf den Schlüssel drauf an. Auf den Weg und den Schlüssel und das richtige Türchen. Der Schlüssel sind wir. Ich bedanke mich bei euch beiden für dieses Gespräch. Urheberrecht in Bezug jetzt ganz spezifisch Literatur und Übersetzungen, literarische Übersetzungen. Ich freue mich, euch wieder zu hören bei einem unserer nächsten Podcasts und bedanke mich für eure Zeit und gesund bleiben. Danke auch für das Engagement. Baba. Baba.